Es ist unglaublich, was der Markt aktuell gerade kann. Der DAX heute schon mit einem Gap nach oben gestartet. Klar, er musste natürlich das verlängerte Wochenende wieder aufholen. Hier war der Freitag-Schlussstand aktuell wieder um die 12.000er-Marke. Wir sehen, dass er tapfer unterwegs ist. Und wenn wir mal hier so ungefähr messen, dann sind wir fast 3,5% hier im Plus, stehen gerade bei 11.990. Das ist schon ganz schön beeindruckend, dass der Markt sich da nicht einkriegen lässt. Aber vorsichtig, ich hatte am Wochenende ein Video gemacht mit dem Hinweis, dass wir bei den Indizes, zum Beispiel beim DAX, gerade in so einer Widerstandszone drin sind, die der Markt sehr gerne nutzen könnte für einen Rücksetzer. Ob der dann weit geht oder nur ein bisschen, das werden wir dann sehen müssen. Aber wir sehen das hier oben noch. Ich will es aber jetzt nicht im Detail besprechen, im Zweifelsfall auf den Videobeitrag dann nochmal zurückgreifen und sich das nochmal in Ruhe angucken, was ich dazu vorschlage, als Möglichkeit für hier unten. Das ist nicht gesetzt, das ist nicht sicher, aber wir sind eigentlich hier gerade in so einer Phase, wo das noch gerade entschieden werden kann, ob das hier passiert. Doch gucken wir mal nach Amerika, gucken wir mal auf den Dow Jones, dann sehen wir, dass die Aufwärtsbewegung hier natürlich auch noch ganz tapfer stark unterwegs war. Aber die Abwärtsseite relativ schwach. Wir sehen, dass immer wieder hier die Aufwärtsseiten ja sehr, sehr stark waren, aber die Rückseiten sehr, sehr schwächlich eigentlich unterwegs waren. Und auch das sieht eigentlich nicht so toll aus, insbesondere wenn der Markt dieses Zwischenhoch hier nochmal rausnimmt. Das wäre eigentlich ein ganz gutes Indiz, dass der Kurs nochmal nach oben sich fortsetzt, denn dann wäre das hier als eher schwache Korrektur eben zu sehen im Verhältnis zur Aufwärtsbewegung und wäre eine Motivation, hier nochmal zu kaufen, um für weiter steigende Kurse zu sorgen. Ist das denn sinnvoll? Na gut, gucken wir mal auf den Dow Jones Index. Dann sehen wir, da habe ich es eingezeichnet, ebenfalls im Verweis auf das Wochenendvideo, dass die Widerstände hier noch vor uns liegen. Wir sind da quasi schon fast dran, aber ein bisschen Platz wäre entsprechend noch da. Also auch hier hätten wir die realistische Chance, dass der Kurs da erstmal abprallt. Ob das dann vielleicht nur ein kleiner Rücksetzer wird, oder ob das der größere wird, der nachher dann erst nach oben geht, das steht noch in den Sternen. Allerdings haben wir durchaus mehrfach schon besprochen und wie gesagt in dem anderen Beitrag, warum das eine echte Chance hier noch ist. Aber gehen wir nochmal zurück auf den Intraday-Chart. Wenn der Kurs tatsächlich das bringt, es sieht ja auch übergeordnet ein wenig danach aus, als ob wir hier 1, 2, 3, 4, 5, ich habe es jetzt nicht sauber gezeichnet, aber in etwa so eben aussehen. Das wäre ja durchaus nachvollziehbar. Dann würden wir in die 26.000er-Ecke hier kommen. Das wäre ebenfalls konform mit dem, was wir eben auf dem Dow Jones Index gesehen haben. Das hier der Future-Juni-Kontrakt. Noch ein paar Wochen geht er ja. Also wir hätten dann noch ein bisschen Platz für den finalen Anstieg hier. Das sähe zumindest mal danach aus. Sollte man nicht jetzt schon reingehen? Ich persönlich bin da gar kein großer Freund davon, jetzt das pauschal zu machen. Warum? Denn wenn wir ehrlich sind, wenn der Markt jetzt doch nach unten wegbricht, ja, dann ist Pustekuchen von wegen. Deshalb ist es wichtig, sich das Ganze bestätigen zu lassen. Also sprich, Zwischenhochs nochmal rausnehmen. Solange die Hochs fallen sind, ja, spricht ja noch nicht wirklich was für die Long-Seite, denn fallende Hochs, fallende Tiefs sind eben ein Abwärtszeichen. Dem entgegen steht nicht der S&P, der nur mal ganz kurz eingeblendet, der sagt Ähnliches, sagen wir mal, aber wir sehen schon, das ist ein bisschen anders hier von der Optik, aber ganz besonders anders ist der Nasdaq. Der ist ja schon im Vorfeld anders gewesen. Wir sehen, dass hier fast bis aufs Allzeithoch wieder nach oben gegangen. Und diese Abwärtsseite, das letzte, was wir hier haben, das sieht seinerseits recht stabil stark aus. Und das ist ein Unterschied jetzt zu den anderen Märkten, die jetzt ja doch, sagen wir mal, auf der Abwärtsseite Dow Jones zum Beispiel noch nicht so wirklich die Stärke hat. Aber hier deutet sich das an. Und es deutet sich an, wenn wir hier das mal angucken. Hier waren die Aufwärtsseiten noch relativ stark. Und das jetzt hier, das ist nicht relativ stark. Das sieht eigentlich schon massiv korrektiv aus, was wir hier haben. Und massiv korrektiv ist eigentlich ein tolles Zeichen für, er hat keinen Bock mehr. Also, es ist zumindest mal nicht unrealistisch, dass das hier der Fall ist, dass der Markt so langsam aber sicher in die Drehbewegung reinkommt. Es würde mich in diesem Fall zumindest mal nicht wundern, wenn dem so wäre und der Markt so langsam aber sicher hier aufgibt. Das Ganze kann man natürlich sich auch mit Indikatoren gegebenenfalls nochmal garnieren lassen, indem man einfach sagt, okay, wie war denn die Situation zuvor? Okay, wenn wir vorher Hochs hatten, dann ist es, sollte das eher ein Auslaufen sein, wobei die Oberseite natürlich immer so ein bisschen kritisch ist, weil wir ja noch im Aufwärtstrend sind. Im Aufwärtstrend sind es eher die Unterseiten,
die geeignet sind. Nicht alle sind gleichermaßen geeignet, aber sie sind eine Indikation. Das ist ein Indikator, also so Art wie ein Blinker. Man kann auch links blinken, rechts fahren, das geht trotzdem, das kann der Markt im Zweifelsfall auch. Aber die Chance, dass das irgendwie was aussagt, ist ja relativ groß. Das heißt, die Oberseite noch nicht überbewerten, denn wir haben ja gesehen, auch manchmal, dass sich das da noch ein ganzes Stück hinschleppt. Das ist der Grund, warum ich sage, na, Trigger ist nicht ganz so schlecht. Schub nach unten gibt Stärke. Wenn er jetzt stark nach oben wieder kommt, nichts tun. Kommt er jetzt allerdings eher dezent nach oben, wackelig, dann wäre das für uns ein Klassiker, um zu sagen, das war die starke Richtung, die wollen wir wieder handeln. Beispielsweise das, was wir gerne machen, Zwischentiefs dafür nutzen, um dann eben reinzukommen oder dann eben auf dieser kleineren Ebene ebenfalls nochmal mit dem Indikator zu arbeiten. Das macht jetzt noch keinen Sinn, weil wir sind da ja nicht, um zu gucken, dass man sich das hier nochmal bestätigt oder vielleicht sogar ein bisschen früher shorten kann, als das hier angedeutet. Aber ganz wichtig, großes Ausrufezeichen, diese Stelle hier, die muss wirklich toll aussehen, korrektiv. Das heißt entweder so A, B, C oder wie wild hin und her wackelt. Dann hätte man eine sinnvolle Möglichkeit, in den Markt reinzukommen. Erstens mal für diesen kurzen Short, für die kurzfristig Orientierten. Gegebenenfalls aber auch, dass man eine Position vielleicht ein bisschen was laufen lässt, in der Erwartung, ja, früher oder später kommt der Rücksetzer hier und vielleicht geht er ja jetzt schon los. Also es ist denkbar, dass wir jetzt das Hoch schon haben, auch wenn ich gerne eigentlich oder typischerweise erwarte, dass der Markt einmal drüber guckt und sagt, na, jetzt geht's long, alle gehen long und der Markt geht nach unten weg. Das kennen wir ja nur zu gerne oder gerne wahrscheinlich nicht, aber wir kennen es vielfach. Das heißt, das ist eigentlich recht typisch. Insofern würde das dann wieder mit dem noch relativ starken Dow Jones übereinstimmen. Vielleicht werden wir das sehen. Aber was soll ich jetzt hier raten? Der Markt soll das entscheiden. Und das sind die Hilfsmittel, die Indizien, mit denen wir das einschätzen können, ob der Markt tatsächlich dreht oder nicht. Das ist ganz wichtig. Alles andere ist eigentlich nur geraten. Der Markt soll es andeuten. Und dann haben wir da eine ganz gute Chance. Terminlich heute nicht wirklich was auf dem Plan. Wir sehen das. Da ist nichts Rotes mit dabei. Also keine super Highflyer-Termine. Trotz alledem ist es spannend, was wir an Nachrichten generell im Moment aus Amerika bekommen. Wir werden sehen, wie wir damit umgehen. Also in diesem Sinne jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.